So, hier haben wir den Spielberger Neuzugang Yannick Haag, der in der Winterpause dazugekommen ist. Das erste Spiel, erster Spieleinsatz. Was sagst du spontan dazu? Ja, halt, war schwer. Kam halt nach der roten Karte rein. War halt vorne allein im Zentrum. Musst halt gucken, dass du auch hinten dicht stehst. Und dann nach vorne ist halt schwer, wenn du mal weniger bist. Da kannst du nicht viel ausspielen. Und ja, habe mich gefreut über den Einsatz und werde da der Zukunft jetzt nächste Woche dran weiter anknüpfen. Hast du das Gefühl, dass du irgendwie heute viel beitragen konntest? Ja, habe ja nur, sag mal, eine Viertelstunde gespielt und hatte einen Torschuss, der drüber ging, und viel zu machen war da jetzt nicht so. Mein Bestes gegeben. Ja, ist halt schwer, wenn du mal weniger bist und spielstarke Gegner hast, dann ist es schwer. In der ersten Linie halt mal verteidigen, dann auf Konter hoffen. Ist uns halt, sag mal, nicht so oft gelungen dann, ja. Wie hast du die Schlüsselszenen gesehen, also das Tor am Anfang und die rote Karte? Man muss sagen, die ersten paar Sekunden hat man so das Gefühl gehabt, wir waren nicht richtig im Spiel. Da bringt die Flanke, war ein bisschen Unglück dabei, dass am Rücken prallt und er steht halt da und schiebt ihn ein. Sag mal, war ein bisschen Glück von lauterer Seite aus, ein bisschen Pech von uns, und war halt auch rote Karte dann wo der Torwart rot kriegt, war rot, und ja, ist halt dann scheiße, wenn dann ein Unterzahl bei der spielen muss und auch hinten liegt. So, du bist in der Winterpause als Verstärkung zum SV Spielberg dazugekommen vom Waldhof Mannheim. Ja, kannst du uns zum Wechsel was sagen? Ja, ich kam diese Saison beim Waldhof Mannheim nicht mehr so zum Zug. Also war halt auch kaum da noch im Kader und alles. Und dann der Wechsel hierhin hat sich dann angeboten, und halt Spielberg ein bisschen offensiv zu helfen, damit da ein bisschen Schwung reinkommt und man da unten vielleicht aus dem Tabellenkeller ein bisschen hochkommt mit ein paar Toren. Und ja, ich freue mich über den Wechsel und freue mich über die Aufgabe. Was meinst du, wo du am meisten für Spielberg was bewirken kannst? Ja, natürlich vorne drin. Torgefahr, bin immer oftmals ein Riecher, dass ich dann genau richtig stehe. Und ja, also wo, rechts, links, vorne im Zentrum, das ist mir eigentlich egal. Hauptsache Zug zum Tor. Was denkst du, wie es jetzt für die Rückrunde, also nach der Winterpause jetzt aussieht, könntest du das unter ein Motto stellen? Ja, Motto, man muss, sag mal, jedes Spiel müssen wir kämpfen und dann halt versuchen, 3 Punkte zu holen. Sag mal, Motto ist immer kämpfen, kämpfen, kämpfen. Das ist schwer, wenn man da unten drin steht. Und ja, da zählt halt der Kampf und dann ein bisschen Glück dazu und dann gewinnt man vielleicht mal ein Spiel gegen Großen oder so und dann kommt man da unten raus. Das nächste Spiel ist jetzt bei euch ein Auswärtsspiel in Balingen. Was meinst du, was das für ein Spiel wird? Ja, Balingen ist ja mit aufgestiegen, die stehen auch unten drin. Ich denke, es wird ein dreckiges Spiel mit viel Zweikämpfen, viel Gegrätsche, viel Meckern. Aber da müssen wir einen ruhigen Kopf bewahren, aggressiv in die Zweikämpfe, und dann müssen wir gewinnen. Gegen Gegner, wo unten drin stehen, musst du 3 Punkte holen. Yannick, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.